Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von unserem Citybus Manager. Ich schaue vorsichtshalber nach, nicht dass ich was verkehrt sage. Und es gibt immer mal wieder zwischendurch so Ereignisse, wo er hier sagt, hier noch eine Zusatzschicht wird anscheinend jetzt gefordert und könnte man uns ja noch einen Bus holen. Da kauft doch ein Wochenticket. Ja, das ist ja sehr gut. So, wenn jetzt jemand kommen würde, würde es hier Wartezeit anzeigen. Das werden wir mal beobachten. Aber jetzt kaufen wir zuerst mal noch so einen kleinen Bus. Werden wir wie immer hier die Vorlage nehmen, anwenden, zack. Und dann haben wir ja jetzt genügend Spinte und können jetzt auch. Ah, da kann man. Ach, da kommt der Bus zurück. Okay. Ach, das ist ja der Bus. Ja, ich bin ja ein Trottel. Das ist ja der, den wir gekauft haben. Ich habe jetzt gedacht, ich check's jetzt nicht. Und da kommt jetzt der Bus zurück. Okay. Personal. Zack. Busfahrer. Haben wir denn einen freundlichen? Freundlich und gut. Ja, freundlich ist er null. Aber ich sag mal, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit ist jetzt hier so einigermaßen. Nelly Zitzmann. Okay. Der beschwert sich jetzt. Da gibt es jetzt Wartezeit. Jetzt geht es wieder zurück. Die informiert sich bloß. Okay. Aber da können wir natürlich denen aushelfen. Und noch eine Zusatzschicht hier einlegen. Okay. 249 Fahrgäste haben wir befördert. Und soll natürlich jetzt 11 Wochenkarteninhaber haben und 102 Fahrkarten verkaufen. So, da schauen wir mal hier rein. Und sollen wir jetzt nochmal eine Schicht zuweisen für die Linie 1. Okay, wieso kommt der hier zurück? Ist hier da vielleicht Pause oder was? Okay, da geht es jetzt um 12 Uhr los. Da geht es um 12 Uhr los. Und hier auch. Und wenn man sich jetzt mal hier die Linien anschaut, wie zum Beispiel muss man hier mal einfach, nee, das wollte ich nicht. Ich habe es jetzt in Dorflinie umbenannt. Genau, das stellt man ja hier fest, nur alle 2 Stunden. Okay. Und da kann man die auch jetzt ein bisschen dann jeweils stehen lassen. Okay, geht zwar erst ab nächsten Tag, aber okay. Eine neue Linie. Okay, 16 Leute. Sogar hier die Linie 2 auch gut ausgelastet. Da sind jetzt nur 10 Leute drin. Jetzt kommt die Dorflinie. Da werden wir doch einmal hier mitfahren, wie viele Leute hier um 13 Uhr hier mitdüsen. Noch ein bisschen ist natürlich rechtzeitig da. So, jetzt geht es hier gleich los. Ja, mal schauen. 4 Leute hier bei uns schon drin. Die Busse überholen sich gegenseitig.
der fährt natürlich hier raus. Jetzt braucht man hier noch keine Panik haben. Wir sind noch über 3 Stunden Zeit, bis wir das hier zuweisen. Da ist jetzt noch einer eingestiegen. Zwei raus, zwei rein. So, und da geht's hier schon wieder zum Bahnhof. Okay, prima. So, jetzt kommt die Betriebsfahrt. Und da fährt er jetzt zurück ins Depot. Jawohl. Okay, und da können wir hier gleich ein- und zuweisen. Okay, schauen wir mal. Hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Und hier haben wir keinen. Nicht einsatzbereit. Okay, warum? Achso, weil der bereits fährt. Naja, dann warten wir einfach noch ein bisschen oder wir holen uns einfach doch noch mal einen Bus. Wenn einfach wir so gefragt sind, dann holen wir uns doch noch einen. Was soll's? Kleinen Stellplatz. Könnte man mal hier löschen, weil das war nur mal ein erster Versuch. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen holen können. Noch ein Spind. Das ist kein Problem. So, alles zudonnern mit Spinden. Und jetzt haben wir auch die erste Bewertung bekommen. Die Busse fahren so häufig, dass immer ein Bus fährt, wenn ich es brauche. Okay, das haben wir noch nicht freigeschaltet. So, schauen wir mal. Ah, der ist doch gut. Oneida Montes. Sehr gut, ansonsten brauchen wir dann wieder ein größeres Büro. Okay, sehr gut. Schauen wir mal wieder hier rein, wer denn aktuell alles fährt. Noch überhaupt keiner. Sollten wir auch mal irgendwann jemand fahren lassen. Oh, jetzt haben wir hier schon wieder jemand, den wir zuweisen müssen. Okay. Alles klar. Was fehlt uns hier noch? Das Ding ist auch noch nicht abgedeckt. Was ist denn hier? Factory. Ach genau, auch eine Pizzeria wieder. Ja, wenn man das hier so anschaut, es ist hier wirklich originalgetreu, wie es bei uns so ist, die ganzen Geschäfte. Also da haben sie sich Mühe gegeben, beziehungsweise ich glaube, das ist irgendwie so eine offene Datenbank oder so irgendwas.
Da fahren ja jede Menge. So, schauen wir mal. Einer steht da. Den können wir zuweisen. Okay. 102 Fahrkarten haben wir. Jetzt haben wir hier schon 14 Pokale. Okay, schauen wir uns mal hier die Tickets an. Ja, 88 Tickets schon. Aber hier schaut es ja heute sehr, sehr gut aus. Geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Fährt wieder einer los. Und da sieht man hier schon die Dorflinie. Hatte bis jetzt erstmal nur 2 Minuten Verspätung. Das war das Maximale und die Linie 1 sogar 4 Minuten im Schnitt. Aber die letzten Male ging es dann schon etwas besser. Hier einmal von 9 bis 9.27 Uhr 10 Minuten Verspätung. Könnte man natürlich dann auch einmal hier jeweils eine Minute stehen bleiben. Dann geht es am nächsten Tag dann hoffentlich besser. Okay. Brauchen wir noch einen für eine Zusatzschicht? Wieder irgendwelche Kunden kommen, heute nicht mehr. Heute ist das Ding durch. Da sieht man, wie sich was bewegt. Jawohl, schön im Plus. Und jetzt haben wir wieder eine Bewertung erhalten. Ja, warum denn so negativ? Weil leider muss ich mit dem Bussen, der Wibibus zur Arbeit fahren. Frechheit. Das ist wirklich frech. So, jetzt denke ich mir, machen wir doch einen kleinen Zeitsprung, bis es hier 20 Uhr durch ist. Ich glaube, die Linien gehen ja hier bis 20, genau bis 20 Uhr. So, jetzt ist es auch schon 20 Uhr. Jetzt kommen die ganzen Busse wieder und jetzt können wir uns einmal die alle anschauen. Erstmal natürlich tanken, dann auch wieder reinigen, dann natürlich auch außen säubern. Machen wir mal mit diesen drei. Okay, da tankt er jetzt. Dann werden wir mal schauen, wie viel Sprit wir hier verfahren haben. An dem Tag. So, okay, hier haben wir voll. Dann kann man hier schon mal reinigen. Und hier kann man tanken. Okay, dann die Sauberkeit außen. Da glaube ich, braucht man überhaupt nicht tanken. Aber da muss man tanken.
sagen wir hier Sauberkeit innen, sind halt immer diese vier Sachen. Und technischer Zustand, den Fall hatte ich bis jetzt noch nie, dass da irgendwas zu reparieren war, aber das werden wir natürlich auch mal sehen. Ich hoffe es zumindest. So, okay, Sauberkeit innen. Okay, dann machen wir Sauberkeit außen. So, der passt. Okay. Okay, der wird gerade sauber gemacht. Den können wir zum Tanken schicken. Es wäre hier schöner, wenn noch so ein Fenster hier oder Anzeige kommen wäre, als Beispiel 10 Liter 98% oder sowas. Aber vielleicht kommt es ja noch. Okay, Sauberkeit innen, der ist total verdreckt. Also der passt. Ja, mal Sauberkeit außen kann man noch einmal ein bisschen machen. Der kann noch tanken. Oh, haben wir noch mal eine Bewertung bekommen? Bei Problemen mit Wewibus kann ich den Service Center nur empfehlen. Dort erhält man schnell eine Lösung. Jawohl, Tommy Boy. Das ist richtig. Haben wir auch eine sehr nette Kraft hier eingestellt. So, das passt. Dann kann der noch tanken. Der passt. Der passt. Da ist alles sauber. Den kann man auch zum Waschen schicken. Ja, das ist so Art wie die Routine am Abend, damit am nächsten Tag wieder alles einsatzbereit ist. Okay, jetzt haben wir alle voll getankt und voll betankt. Den kann man hier noch reinigen und ich glaube, das passt so. Jawohl, alles in Ordnung. So, dann warten wir mal, bis der hier mit dem Reinigen fertig ist. So, und jetzt schauen wir uns mal das hier an. Also, wir haben 1785 Euro plus, das ist schon mal sehr, sehr gut. Diese Wartung hier hat uns 200 Euro gekostet und wir haben für 240 Euro Sprit verbraucht. Dann springen wir doch mal bis zum nächsten Morgen. Jawohl, da können wir hier gleich mal die Schichten zuweisen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. Und noch hier was erhalten. Ich bin ja schon froh, dass nicht nur ein Bus am Tag fährt, aber ein bisschen öfter würde sicherlich nicht schaden. Wieso? Fährt doch oft genug. Die fahren jetzt schon wieder los, es ist 4.20 Uhr. So früh am Morgen. So, schauen wir uns mal die Forschung an. Okay, das Einsatzgebiet könnte man vergrößern. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber kostet ja eigentlich keine zusätzlichen Pokale, weil das ist ja das dann, was für uns dann interessant wird, mal das Betriebsgelände dann vergrößern. Aber da würde ich jetzt sagen, erforschen wir mal hier die Busse. So, da können wir hier noch einen zuweisen. Okay, dann schauen wir mal.
Na, warten jetzt alle am Bahnhof, bis es 5 Uhr wird. Ich muss jetzt einmal kurz stoppen. Wo war jetzt das wieder? Okay, genau. Da sieht man jetzt das letzten Endes hier die Dorflinie. 17 Uhr, da sind die meisten Leute gefahren. 19 Leute, 122 Euro gemacht. Und hier natürlich die Linie 4, da waren wir hier total überfüllt. Okay, 16 Uhr bis 16.27 Uhr. Und da auch schon. Ja, da fahren sie ja im Halbstundentakt. Muss wahrscheinlich auch so sein. So, ich stoppe mal kurz. Da haben wir ja erst 8 Minuten auf der Uhr. So, genau, die ersten sind jetzt losgefahren. Der fährt ja jetzt so früh aufs Dorf mit 3 Leuten. Okay. Wie gesagt, hier Reigering haben wir nichts. Und Aschach. Das wäre auch noch mal eine Linie, die wir eventuell noch basteln könnten. Soll ich nicht? Das ist die Frage hier. Anscheinend müssen wir auch Bushaltestellen irgendwas zahlen. Und da hier Miete stündlich oder so, keine Ahnung. In Höhe. Also da unten heißt 207%. Okay. Ja, okay. Springt schon hier nach oben. Ja, dann machen wir es halt einfach. Hier noch mal einen kleinen Stellplatz her. Hier noch einen kleinen Bus. Vorlage anwenden. Und wir holen uns noch einen Busfahrer. Achso, die Bürofläche muss erweitert werden. Tja, da kommt höchstens der jetzt in Frage, obwohl der Rachele Blankenburg, Rachel oder so ähnlich. Okay, oh, der ist ziemlich voll. Was ist das hier? Linie 3. Okay, die sind hier beim Gymnasium sehr viele ausgestiegen. Aber jetzt machen wir doch mal eine neue Linie. Und zwar sagen wir hier vom Bahnhof. Genau, hier raus nach Reigering. Dann hier ins nächste Dorf nach Aschach. Weiß jetzt gar nicht, wo ist hier wieder das Zentrum mit der Kirche? Da irgendwo, würde ich sagen.
Okay, und mehr braucht es eigentlich nicht. Ach, da könnt ihr hier noch fahren übers Dorf. Okay, dann sagen wir jetzt einmal 5.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Auch bloß alle 2 Stunden. Und da jede Stunde. Okay, da kann er dann auch einmal ein bisschen stehen bleiben. 5.30 Uhr. Okay. Lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Okay, bei der Dorflinie wollen sie eine zusätzliche Schicht. Okay, die können wir ja nähern. Aschach. Aschach. Okay. Oh, 4 Leute immerhin. Und die anderen sind hier schon wieder gerammelt voll. Vor allem hier die Linie 1, die hat ein bisschen Verspätung. Okay, so schauen wir mal hier zurück, können wir einen zuweisen? Jo. Genau, ist schon gut, hätten wir noch einen zweiten Tag gehabt. Schauen wir, ob hier gleich noch Leute einsteigen. Einer, zwei, drei, vier. Ja, man sieht es hier ein bisschen schlecht. Okay, da haben wir 3 nur, die hier mitfahren. Na gut. Oh, da müssen wir hier wieder Schichten zuweisen. Den können wir auf jeden Fall zuweisen. Und die Dorflinie will schon wieder Zusatzschicht. Bis zu elf Leuten quasi. Aber haben wir noch sehr, sehr lange Zeit. Schauen wir mal, vielleicht kommt zwischenzeitlich wieder ein Bus irgendwie zurück. Okay, da sind wir auch schon sehr, sehr gut im Plus.
Jo, dann schauen wir doch mal wieder in die Forschung rein. Vielleicht könnte man hier nach Westen erweitern. Kostet zwar 15.000, aber wir haben es ja noch. Ein bisschen Geld kommt ja rein jeden Tag. So, ich stoppe mal kurz. Ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal diese Folge. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten. Und wir werden langsam aber sicher immer besser. Ist halt mal so in solchen Spielen, dass man hier ein bisschen auch Geduld braucht. Aber ich finde es jetzt bis jetzt ein ganz nettes Spiel. Und ihr könnt ja den Entwicklern den Gefallen tun und zumindest mal auf die Wunschliste setzen. Und dann kann ich ja mal kurz schauen, wann das erscheinen soll. Also erstmal ist es ja Early Access. Und am 10. November wird es erscheinen. Beziehungsweise schauen wir jetzt noch mal kurz. Sekunde. Entschuldigung. Okay, es ist auf jeden Fall hier, wenn das ausgestrahlt wird, ist es bereits der 10. November. Ja, na gut, alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, jeden Tag 10 Uhr eine Folge. Bis dann. Tschüss. Ja, und wie es immer so ist, kann ich als kurzen Nachsatz sagen, super. Ich habe es wieder mal geschafft und den Wecker nicht gestellt. Hat zwar zwischendurch mal drauf geschaut, aber ich hatte ja mal einen Cut drin. Von daher kein Wunder, dass diese Folge jetzt so lange gedauert hat. Ich hoffe, euch stört es nicht. Für mich ist es okay. Danke nochmal und tschüss.